Fischkopf! Dumme Sau. Itz. Itz kommt da. Weißt du überhaupt, wo dein Bruder wohnt? Na klar, brauchen wir bloß im Telefonbuch nachgucken, Kerl. Und wenn er kein Telefon hat? Er hat Telefone. Meinst du, können wir den pennen? Na klar, ey, der hat große Hütte, Telefonbuch, alles da. Ist auch nicht so auf Kacke. Auch nicht auf Kacke, hör mal, der fährt jedes Jahr im Urlaub, verstehst du? Ja und? Ja und? Und jetzt, 10.45 Uhr und 11.22 Uhr Kiel. Wie teuer ist das? Das sind ein Zehner oder was? Zu teuer, ey. Ach, zu teuer, sind wir sofort in Kiel, Alter. Ja und? Da war's ja unten. Kurz vor 12 Uhr in Kiel. Hey, guck mal. Ey, guck mal, da steht ein Laster. Sollen wir den mal fragen? Warte, ich komm mit da. Tag. Na, hopp. Na, was ist? Fahren Sie zufällig nach Kiel? Nee, nach Kiel fahre ich nicht hin. Ich fahre nachher nochmal nach Osterrade. Ist das so eine Nähe? Ja, das ist ungefähr die Richtung nach Kiel. Können wir da mitfahren? Nee, alle beide, ja. Man muss aber einer am Motor sitzen. Motor? Na ja, drin im Führerhaus, da ist eine Motorhaube, da kannst du drauf sitzen. Eine halbe Stunde dauert es noch, ne? Mm, ist gut. Kollektor Thomas. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was heißt das denn? Nimm der Telefon. Ja, da doch, steht doch da. Aber was ist denn das? Da weiß ich nicht. Nein. Weißt du was, ey? Fahr mal mit dem Taxi einfach. Guck mal, Wachs, wie viele Knete hast du noch? Guck mal nach. Fuffi habe ich auch noch. Das ist nicht so viel. Ah, lass mal stecken oder so. Sollst du das? Jojo. Okay. Ich werde wohl nachher noch von meinem Bruder Knete kriegen. Ja. Danke, tschüss. Drei.
Kollektor. Scheiße, keiner da, ey. Was machen wir jetzt? Gucken, ey. In Kieler Hafen gehen wir einfach mal. Ich bin müde. Ja, aber stell mir ja nicht so an, ey. Gucken uns die Fischkutter an und einen Ozeanriese. Was willst du sonst machen? Spezialist für alle kniffligen Sachen. Meistens hatte ich Glück und wurde gut bezahlt. Sehr gut, nicht? Na, wir werden es ja nachher sehen. So, Jungs. Jetzt muss er sich erstmal wieder entspannen, ey. Die dürfen zugucken. So, Jungs, sind genau hier. Komm, wir hauen ab, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wohin denn? Ach, ist scheißegal. Erstmal weg. Disco-Pupa rein oder was? Ja? Ich such meinen Bruder hier. Das ist Dischocke. Kennst du ihn nicht? Thomas Kollektor. Thomas Kollektor, Dischocke hier? Ja. Hier nicht. Scheiß Kanacke. Den sollten sie im Taucheranzug machen. Nichts. Was machen wir jetzt? Am besten wir fahren da mal hin oder so. Ja, wenn sowieso keiner zu Hause ist. Weiß nicht, wir versuchen. Wir gehen da halt hin und dann versuchen wir mal, dass wir da reinkommen oder so. Hier, gib mal weg hier, Penner. Ich muss hier mal rein. Habt ihr keine Jugendherberge gefunden? Steh mal auf hier, muss doch mal durch. Ach, ey, ich warte hier auf meinen Bruder, ey. Hier. Wieso auf deinen Bruder? Ja, der wohnt hier. Wer wohnt hier? Ja, Thomas wohnt hier. Ja, und? Geht dich das an? Wer bist du denn? Ja, ich bin sein Bruder, der Hans. Hans, und wo kommst du her? Ja, aus Werner-Eickel natürlich. Thomas ist aber nicht da. Nicht da, wo ist er denn? Du bist in Hamburg. Hamburg. Und wer bist du? Kollege. Kumpel von mir. Wir warten hier schon den ganzen Tag oder so. Können wir nicht noch einen Moment mit reinkommen? Naja, einen Moment könnte mal reinkommen. Hör mal, und warum ist der in Hamburg? Das weiß ich auch nicht, du. Setzt euch. Jo, danke. Ja, und nun? Tja, weiß der Geier. Eigentlich wollte man mit ihm so einen Zug durch die Gemeinde machen und dann mal sehen, wa? Und heute kommt er wohl auch nicht mehr zurück, wa? Das glaube ich nicht, du. Der ist gestern erst losgefahren. Der bleibt immer ein paar Tage weg. Hm. Und morgen? Das glaube ich nicht, du. Das dauert immer seine Zeit. Hm. Ich denke, der wäre in so einer Diskothek oder so. Wie, Disco? Ja, als Disc-Jockey. Also, das muss schon lange her sein, du. Davon weiß ich nichts. Hat er zu Hause aber erzählt. Oh, kann gut sein. Hm. Weißt du, wir hatten das eigentlich auch so vorgehabt oder so, dass wir dann ja auch schlafen können und so. Ich meine, Nacht pennen könnt ihr ja, so ist es ja nicht, ne? Ja. Müsst ihr morgen wegfahren? Ich meine, der ist sowieso nicht da. Ich meine, das wäre klasse. Ne? Klar, ich meine, morgen früh werden wir dann sowieso wieder abhauen. Ne? Gebe ich euch ein paar Decken. Hm? Und dann könnt ihr euch das hier bequem machen und dann fahrt ihr morgen weg. Klar, stark, ey. Und was du machen?
Ja, okay, klar. Okay, gut. Ich bin ja doch noch froh, dass das geklappt hat, Alter. Ja, meinst du? Stell dir mal vor, wir hätten draußen knacken müssen, ey. Ja, Tittenheft. Geile Anlage, wa? Hör mal, können wir mal Musik machen? Weißt du, wie spät es ist? Schon nach vier, wir gleich schlafen können. Das Gedröhne nicht mehr hören. Naja, macht ja nichts. Ihr habt die Decken. Nimm eine. Oh, gib mir eine. Mit den Polstern kommt er ja wohl klar, ne? Klar, sicher. Da die. Müsste so. Wollt ihr noch was trinken? Ja, eine Dose Bier vielleicht oder so. Und du? Ja. Okay. Geile Olle, wa? So, hier. Wenn ihr nachher ins Bad wollt, das ist die letzte Tür hinten rechts, ne? Ich gehe da jetzt auch eben hin. Gegenüber von dieser, wo wir reingekommen sind. Genau. Mhm. Okay, also. Genau. Jo. Danke. Mhm. Gar nicht, ich gebe mir Feuerzeug. Prost, Keule. Ganz in Ordnung, wa? Thiele auch schon gemeint, ja. Die waren ja, glaube ich, als sie aus Spanien zurückkommen, also waren die ja bei uns, ja. Fand ich den Teppich gesehen, ne? Doch. Auch ihre, wa? Naja. Ihre Hütte, was? Naja, Fernsehen könnte ich gebrauchen. Ne? Ha. Farbfernsehen. Ganz in Ordnung.